Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, was die N- und G-Funktion bei einem Schließzylinder ist. Hier möchte ich es euch gern einmal erklären. Dabei handelt es sich um die sogenannte Not- und Gefahrenfunktion. Ich werde euch erstmal einen Schließzylinder zeigen, der dieses nicht hat, damit euch verdeutlicht wird, wie das Ganze funktioniert. Hier könnt ihr einen Schließzylinder ohne diese Funktion sehen. Und hier stecken wir jetzt einfach mal einen Schlüssel rein in den Schließzylinder, schließen sozusagen die Tür ab, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Und wir sagen jetzt mal, die Tür ist von innen verschlossen und jetzt kommt ihr nach Hause. Eure Frau, euer Mann liegt schon im Bett und ihr wollt jetzt von draußen in die Tür reinkommen, steckt den Schlüssel rein und merkt, das Ganze sperrt. Hier ist jetzt keine Not- und Gefahrenfunktion, das bedeutet, ihr kommt von außen nicht mehr rein. Gleiches Spiel übrigens auch, wenn ihr die Tür zufallen lässt und von innen steckt der Schlüssel. Auch da geht jetzt nichts mehr auf. Das heißt, ihr hättet euch ausgesperrt und ihr müsstet dann den Schlüsseldienst anrufen. Im schlimmsten Fall, der euch das kostenpflichtig für nicht gerade wenig Geld wieder öffnet. Dafür wurde die Not- und Gefahrenfunktion entwickelt. Hier könnt ihr es jetzt sehen. Ich habe beide Schlüssel schon mal reingesteckt und wie ihr sehen könnt, dreht sich das einfach mit. Also hier könnt ihr euch nicht aussperren, ihr könnt auch von drin den Schlüssel ganz normal stecken lassen und könnt dann die Tür wieder öffnen. Wichtig dabei ist noch gesagt, dass der Schließzylinder eine Mindestlänge von 60 mm, also 30x30 haben muss. Hier haben wir jetzt 35x45, einfach aus dem Fall, dass genug Platz ist für beide Schlüssel, damit die sich nicht ineinander reinhaken. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 25x25 Schloss nur hättet, dann würdet ihr das nicht hinbekommen, weil die Schlüsselkanten aufeinander schlagen würden. Und ja, dann wäre einfach nicht genug Platz für beide Schließzylinder. Ich zeige euch das noch kurz einmal, indem ich hier beide Schlüssel mal abziehe. Die sind so weit drin. Und wenn der Schließzylinder zu klein wäre, würden hier die Schlüsselspitzen aufeinander schlagen. Das bedeutet bei kleineren Zylindern in der Regel unter 30x30, also Gesamtlänge 60, ist die Not- und Gefahrenfunktion in den meisten Fällen nicht gegeben. Ja, soviel zur Erklärung der Not- und Gefahrenfunktion. Ich würde euch so ein Schloss immer empfehlen. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch meinen Link gesetzt, wo ihr gute Schließzylinder günstig bekommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!